My, oh my. This is gigantic. Unfortunately, I doubt this is my way out anyway. And even if, I can't suddenly grow wings, can I? Well then, keep your secrets. Würde das schwer, darüber zu springen? Eine Ranke zum Hochklettern sehe ich natürlich auch nicht. Wir gucken mal weiter. Hier haben wir ja gespeichert, oder? Das war doch so. Nochmal lieber drücken. Nicht, dass wir hier zurückgesetzt werden. Oh, die nächste Bestie. Wir sind auch gerade ein bisschen angeschlagen, aber... Oh, ja, ja. Erstmal alles wieder vergessen. Hallo? Ausweichen! Nicht blocken! Blau! Rot ausweichen, blau blocken. Ist so einfach, oder nicht? Den kann ich blocken. Und da kann ich mal draufhauen. Oh. Egal, wir haben ja eh noch eine Bäre. Können wir ja mal verknusen. Da hoch kommen wir, glaube ich, nicht, oder? Nee. You think it's in here? My experience has taught me that caves hide dangerous monsters 90% of the time. The other 10% are the reason why I enter them anyway. Let's just hope you don't want to kill me all of a sudden. Ja, ja, ich sehe schon die Monster. Oh, falsches Monster angewählt. Zack, zack und zack und finish. Eigentlich einfach, eigentlich wirklich einfach. Ist wirklich ein bisschen ungewohnt, die Steuerung. Ich muss auch noch ein, zwei Sachen zu dem Game, glaube ich, sagen. Aber das machen wir ja zuletzt jetzt hier. Da hätte ich auch blocken können. Das machen wir mal zuletzt. Levelaufstieg, schön. Hopefully the mask was worth all the trouble. Don't worry though, my gut's always right. Except maybe that one time when I got banned from that small pub. Well, not like I wanted to return there anyway. That village had nothing to offer. Der Schlüssel nehmen wir mal mit. Weil, okay, mir fallen schon ein, zwei Sachen auf. Na, das Game ist bis jetzt schon schön und gut, aber ich spare mir mal mein Kauderwelsch für zu dem Schluss, für den Schluss auf, weil es wird ja nur in Anführungszeichen ein letzter Test werden, würde ich trotzdem sagen, weil demnächst auch noch ein paar andere Sachen anstehen. Da passt das Game nicht so hundertprozentig in meinen Zeitplan rein. Klettern schön hoch. Und einmal hier rechts. Schlüssel ist drin. Und rein. I knew it. Always the same with these doors. An invisible guide, forgotten ruins with cryptic doors. Maybe I should come back someday with better equipment. But then, no touching crystal spires. Hier hinten wohin? Nee. Hier hinten ist dicht. Wir können auch gleich mal hier eine Sache gucken. Lalalala, hier Fertigkeiten. Verbesserter Speerangriff. Das da würde ich mal machen. Weil es liegen hier viel zu viele Bären rum. Dann können wir hier die gleich mal mitnehmen. Einmal hier durch. Oh, geiler Pilz. Können wir da unten durch. Ich glaube, ich nehme dafür lieber mal das Schwert. Und hier oben kommen wir auch weiter. Ich glaube, da liegt sogar eine Bestie. Wir schauen erstmal hier unten. Zack. Nochmal ein geiler Pilz. Und eine Ranke, da kommen wir hin. Warum kann man jetzt schon wieder hier 5 Millionen Gänge gehen? Ah! Spiel! Ärger mich nicht. Dann gehen wir direkt zur Bestie. Bestie! Oh mein Gott, große Bestie. Stirb! Oder auch nicht! Aua! Oh,
Können wir doch nicht blocken. Das Monster ist zu groß. Nein. Oh mein Gott. Das ist echt ein bisschen tricky. Und ich muss auch sagen, mein Controller geht dauernd aus. Nein. Mein Controller geht aus. Ich kann nichts dafür. Ah. Das ist super toll. Ich habe mir eh jetzt schon einen neuen Controller bestellt. Weil der dauernd ausfällt. Kann man damit irgendwie was machen? Keine Ahnung. Weil der fällt dann immer dann aus, der Controller, wenn ich es absolut nicht gebrauchen kann. Wohin geht's hier? Geht's nirgends hin. Hier ist ein kleines Löchelein. Achso, wir hätten auch links gekonnt. Ah, solche verzwickten Gänge gibt's also auch. Okay, interessant zu wissen. Dann laufen wir mal weiter. Da hindurch kommen wir auch. Gucken wir dann erstmal hier. Einmal auch. Geile Beere. Da kommen wir wieder dahin. Ja, hier können wir eigentlich auch nicht so viel machen. Dann müssen wir dann den Sprung verkacken. Das machen wir dann erstmal. Erstmal schön den Sprung verkacken. Und jetzt. Da kommen wir nicht hoch. Gibt's was zum Einsammeln? These tools all look familiar, but a bit too big to use. Maybe they needed them for other things. Well, it's still good metal. No reason to waste it. What a find! Dann hier was. Was wir hiermit machen, auch keine Ahnung. Dann gibt's hier nur Zeug zum Aufsammeln, soweit ich verstehe. Da unten sind wieder ein paar Besterinos. Oh, ey, das war ein bisschen cool. Au! Au! Oh. Aussagen, aussagen, aussagen. Oh mein Gott. Ah. Ah, das habe ich wieder nicht gemerkt. Eins, zwei. Gut. Alles im grünen Bereich. Oh, this is so beautiful. What kind of people might have lived here in the past? Their egos must have been enormous. Or they were giants. Das ist schon eine schöne Aussicht. Ja, man muss sich mit der Grafik ein bisschen wirklich anfreunden, muss ich sagen. Das ist schon so ein Punkt. Es sieht schon wirklich schön aus. Das kann man schon nicht sagen, dass es hässlich ist, ne? Ist halt ein ganz eigener Grafikstil, so ähnlich wie in Star Wars Old Republic. Habe ich ja schon gesagt, ne? Aber zwei, drei Sachen haken hier vom Spielerleben ein bisschen, muss ich sagen. Aber dazu kommen wir dann noch. Oh, das. Ah, können wir nicht. Okay, gut, dann mampfen wir eine. Ah, wieder vertippt. Rüber. Hallo! Okay, irgendwie haben wir dann jetzt keine gebraucht. Dann halt nicht. Wieder Bestien. Das können wir mopsen. Das können wir mopsen. Oh, oh. Oh Gott, da war noch ein Zwei direkt in die Arme reingerannt.
bleiben. Jetzt können wir blocken. Und schön bleiben. Zack. Und zack. Und zack. Und finden wir. Schön. Ja, also ich komme mit Schild und Speer besser zurecht. Was ist denn der für eine kleine Fratz? And so the mysterious guide finally reveals himself. It is I, Boji, apprentice to the greatest sage of Akria. But don't confuse me for just anyone. No, you stand before the first and only disciple of Eri, the great sage. So, you want to leave this valley? Well, that won't be easy, as you, my fellow adventurer, are now bound to this valley by the stone in your chest. And leaving it like this would be your certain doom. But fear not, there is someone who can remove that connection, though the way to him is long and hard. Beyond that gate waits a trial, your test, to see if you'll be able to make the journey to your savior. But first, you'll have to find a way behind the gate. Many obstacles stand in your way, but I believe you'll prevail over them. Each foe more dangerous than the last before you finally stand before your first trial. The general, the gatekeeper. Only when you best him will the path out of this region open, and you'll be able to continue your search. A hard battle, promising only certain death. That is for anyone but you. The very same stone that curses you to stay is the one that blesses you with infinite lives. And for me, it's the tool that makes it possible to revive you again and again, just like I did before. Now that everything... Wait, what the hell are you even talking about? Not being able to leave the valley, and that part about you reviving... Do you mean to say... I died? Exactly. So, now that all questions are out of the way... You don't make any sense. Why should I believe you? A talking wolf monster. I see you are still riddled with doubts. But you will find my words proven true when you continue on your way. It seems you have much to think over, so I will give you a bit of space. Oh, but don't worry. I won't leave for too long. Now, where was I? Ah, yes. Now that everything is explained, I'm sure you're burning to start your adventure, and I'm not going to keep you. Remember, the fiend behind that gate is your goal. Boji out. Boji out. What was that? Go to that gate, he said. I suppose it is better than no direction. Also das Viech hat eher ausgesehen wie ein Gremlin. Ich weiß nicht, wie die Herleitung zum Wolf kam. Jetzt hier aber egal. Können hier rechts weiter... Oh! Okay, da werden wir angestochen und da hinten. Ich wollte da jetzt draufhauen. Ich dachte, da käme Loot raus. Ah, ne? Oder Erntenpflanze. Gut, zack, zack. Ist wirklich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das Gameplay. Es wirkt zwar einfach, aber gewöhnungsbedürftig. Ah, okay, doch nur ein Weg. Wir könnten mal sprechen. Mann, wo ist ein Peter Pan, wenn man einen gebrauchen könnte? Wieder Kaffeepause machen. Dieser Schlawiner. Ja. Na, es wirkt teilweise ein bisschen unfertig. Und vom Spielen her hier auch ein bisschen... Es fühlt sich nicht flüssig an. Und für das Geld, wofür das Game momentan angeboten wird, auch ein bisschen... Na? Also ist nicht gerade billig. So böse es klingt. Nicht falsch verstehen. Na, es sieht auch. Also, Grafik muss man mögen. Na, diesen Stil. Ist okay, wenn man es so auf den ersten Blick sehen würde, würde ich sagen, das Spiel kommt aus den, was weiß ich, 2010ern. Ungefähr so auch wie Star Wars Old Republic, na, aber. Hey, you said your name was Boji? Care to tell me who built these giant temples? They are truly astounding. Though I wonder how big their egos must have been.
Oh, massive. Believe me. Especially that of the one who ruled this place. These temples were built for the Eleusine, a culture that lived here way before your time. Eleusine? But why is everything so big? Well, because they were gigantic. Almost 2 to 3 times your size. 2 to 3? That is hard to imagine, particularly with you next to me. Understandable. But I tell the truth, they were truly impressive. Not only their bodies, but also often their minds. Most of them were alchemists, you know? Alchemists, huh? Probably believed themselves to be above everything else. Most of them did. Yes. How unsurprising. Ja. Fühlt sich alles ein bisschen... Ja, also am nettesten ausgedrückt wirklich unfertig an. Also so ist Welt absolut alle fertig, sieht schön aus, ne? Aber das Gameplay ist ein bisschen wonky. Das kann ich wirklich sagen. Wir ballern uns direkt mal so eine Bär rein. Weil das sieht man auch ganz gut, wenn mehrere Gegner gegen uns kämpfen oder wir jetzt auch gegen dieses Biest hier kämpfen. Oh, ja, da habe ich jetzt verkackt. Zack und zack. Da habe ich eigentlich mein Schild ausgerüstet. Blauer Angriff müsste ich blocken können. Boah, Alter, was das Viech für eine Reichweite hat. Oder auch hier das... Ja. Also ich finde, man kommt hier nicht so... in das Game auch rein. Ich glaube, das ist, glaube ich, das, was es ist letztendlich. Zack, zack. Hopp, da hätte ich auch ausweichen kommen müssen, wäre das besser gewesen. Zack. Ah, da habe ich versagt. Oh, das, so weit kann ich doch gar nicht zurück. Alter, das ist echt verarsche. Ich spam hier teilweise. Oh, die Animationen und die Finisher sind schon cool, ne? Also, das soll wirklich keine negative Kritik ans Spiel sein, aber... Manche Sachen fühlen sich einfach unfertig an. Ich weiß nicht, wie ich es am besten... Da habe ich... Beispielsweise, es ist halt teilweise wirklich sehr langsames Gameplay. Also ich kann nicht schnell mal sagen, ho, schnell das Schild hin oder so, wie man es jetzt beispielsweise aus Assassin's Creed Valhalla oder anderen Games gewohnt ist. What is this? Oh, I need to calm myself. I'm sure there is an explanation. Mm. Maybe it was some kind of mutation. There's more to find. Ansonsten so die Sprüche, na, schön synchronisiert. Die Welt sieht auch schön aus. Es macht schon Spaß, na, aber ich finde, man wird nicht so wow, so reingezogen. Beyond the gate waits your first trial, but the way is barred. Yeah, you don't say. Do I really have to go there? Why can't I just leave? Because you are bound to the valley, Farron. Really, I wouldn't recommend it. Whoa! Where did you come from? And how do you know my name? You said it yourself? In the cave? But trust me, you can't leave. Not without losing your life. And this time it would be permanent, because I wouldn't be able to follow you as I am bound as well. The closer you get to the border, the weaker you get. Your heart slows down, your spirit fades, until you do your last and final step over the border. But then what am I supposed to do?
I told you, didn't I? There is someone who can break that connection. Someone I want to reach as well, though for other reasons. Then tell me where to find him instead of giving me some riddles about a guardian I have to be. Your savior sleeps in the spire in the middle of the valley. The one that blasted you away, remember it? But I can't enter it. And you can't do it either. Not the way you are now. That barrier around it. What does this have to do with me? That's a long story. I'll tell you on our way to the gate, because we really will have to beat that guardian creature behind it. We? No, no. There is no such thing as we. I don't plan on carrying a burden with me. Oh, a burden? Without that burden, you would still be lost, though, trying to escape the valley which would kill you, that is, if the others don't. And who will revive you again if that happens? Just spit it out. You need me. For whatever reason. Yes, I do. And it is a reason I will explain if we travel together. Besides, we have the same destination, so why wouldn't we? Isn't it useful for you to have a guide who knows his way around here? I can't believe it. Fine. Do what you want. I'm back. Are those down there clay huts? Were they built later than the temples? No, something doesn't add up. Blah, 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 blah. Oh, zu viele Fähigkeiten. Huch! Da wollte ich eigentlich nicht. Gut erlernen. Ne, das geben wir noch nicht. Wir will keine Pünktchen haben. Schnapp. Gut, dann maßen wir uns hier mal durch. Zack. 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 Ach. Da hätten wir wieder nicht ausweichen können. Und bap. So I live another day. Ja, ich glaube, das trifft wirklich, wirklich ganz gut. Langsameres Gameplay. Und zack. Da können wir auch nochmal plündern. Hier ist auch alles voll. Und der hat auch ein bisschen gehagelt. Na, jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir wieder zu zweit rumdaddeln. Ja. Oh. Den linken sehen wir jetzt wieder gar nicht. Ah, da ist er. Ah, jetzt beispielsweise. Wie. Das. Es ist manchmal ein bisschen unfair, dass man nicht direkt ein Schild oder sowas nehmen kann. Klar, man braucht Zeit, aber. Irgendwie steht man dann so da und ja, was magst du jetzt? Doof rumstehen. Da ist hier ein Speicherpunkt. Schön. Thank you, Kriens, for all the gifts you left the valley. Und ich denke mal, das war es dann auch soweit von dieser wunderschönen Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und ja, ich muss sagen, ja, ganz ehrlich, ich habe das Game ja geschenkt bekommen in Form eines Codes. Ne? Ich weiß nicht, ob ich es mir Stand jetzt dafür auch gekauft hätte, für diese, glaube ich, 35 Euro, die es kostet momentan. Glaube ich
wüsste ich noch nicht. Da müsste ich wahrscheinlich noch ein bisschen länger spielen, um darüber ein Fazit zu schließen. Aber so, das Game, es macht schon Spaß. Es fühlt sich hier und da ein bisschen unfertig an. Beispielsweise auch, wenn man hier die Sprunganimationen sieht. Der Kampf fühlt sich nicht so ganz so flüssig an, hakelig. Und ja, ich finde, man kommt da nicht so hundertprozentig ganz ins Feeling rein. Ich glaube, das sagt das wirklich am besten aus. Auch die Musik, die jetzt läuft, die passt gerade gut zum Game. Ab und zu hat man aber auch so richtige wonky Musik, wo das Feeling ein bisschen kaputt macht von Entdecken und allem Möglichen. Also, ja, das jetzt zu meinem Fazit. Also ich denke mal, es ist ein sehr interessantes Adventure-Game. Und wo die Reise hinführt, das muss man dann einfach durchspielen, so dumm es klingt. Und ja, in diesem Sinne würde ich mich dann auch ganz herzlich fürs Zuschauen bedanken. Mir macht das Spiel schon ganz klar Spaß, aber ich komme irgendwie nicht in diese Tiefe rein. Ich weiß nicht, wie ich es ganz beschreiben soll. Und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.